Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut zu dieser neuen Folge The Witcher. In der letzten Folge waren oder haben wir uns mit Graf Reuven getroffen, auf der Suche nach Rittersporn. Und bevor er uns helfen möchte, um Rittersporn zu suchen, sollen wir seinen Schatz wieder beschaffen, der ihm geraubt wurde. Wie ihr sehen könnt, ist er sein Versteck aufgesprengt und die Wache, der kleine, süße, niedliche Troll hier. Der wurde eingeschläfert von irgendwelchen Sporen von den Pilzen, die hier unten am Start sind. Und hat deswegen nicht aufpassen können auf den Schatz. Und ich gucke jetzt mal hier, was ich so herausfinden kann. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Keine Spuren von Magie. Das war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Tante? Ich sollte nicht ohne das Gegengift weitergehen. Ah ja, da ist das Gift. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. Ja, das wissen wir ja nur. Oh, oh. Das Atmen fällt mir immer schwerer. In die Richtung, wo geht's hier hin? Abgeschlossen, verschlossen. Ah, schade. Ach so, das habe ich schon ausgerüstet, das Gift, deswegen hat es mir nicht angezeigt. Phosphor. Oh, und ich habe gedacht, Hexertränke wären widerlich. Ha! Hast du gedacht. So, was haben wir denn hier noch drinne? Naja, ein Ertrunkener. Verdammt, bist du hässlich. Was sonst? Oh, verdammt. Wo kamen die denn jetzt plötzlich alle her? Hey! Hässlicher Bastard. So ein Mist. Das war jetzt wieder richtig schlecht. Ah, oh, Friedensstifter, Schema. Verbesserter Waldkauz. Das ist ganz gut. Was haben wir hier noch so? Wasserflasche. Wandpilze. Die Kiste noch. Na. Zwergenschnaps. Und dann kann ich jetzt hier noch in aller Ruhe die Rohre untersuchen. Feines Gitter. Da passt nicht viel durch. Okay. Das habe ich erledigt. Kann ich hier mal noch kurz das Essen austauschen gegen vielleicht etwas Brot oder so. Zum Beispiel. Und dann ein bisschen Brot mampfen. Dann geht's hier weiter. Was haben wir hier noch? Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Was denn? Silberner Smaragdring. Achso, das ist runtergefallen. Ah ja. Das ist ein Teil des Schatzes sozusagen. Wasserflasche. Das Brot stellt aber nicht viel her, oder? Da ist ein weiteres Schmuckstück. Perlen. Die Diebe auch noch alles verloren her. Geht's hier noch irgendwo hin? Nö, okay. Hier gibt's auch nichts zu untersuchen. Hier ist eine Leiche. Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Mondschatten. Was haben wir hier noch so? Zwergenschnaps, Zwergenschnaps. Ist aber schön, was es hier unten alles so gibt. Ist nicht schlecht. Ganz viel Zwergenschnaps. Da kann ich schön viele Tränke herstellen. Habe ich halt noch ein bisschen Vorrat dann quasi. Was liegt hier noch so rum? Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Überall Erbrochenes. Hatte wohl auch das noch so ein Gift, musste Leichen Schnecken verbrennen, aber sonst konnte er schwimmen, so wenig drin behalten wie der andere Typ. Noch mehr ertrunken, okay. Ich komme näher. La 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 la. Was los? Habt ihr Angst? Oh, das ist ja mies. Ey! Blödes Gitter hier.
Burn. So, weg mit dir. Ein bisschen Brot hier. Ach so, ja klar. Irgendjemand hat doch erzählt, dass Rittersporn jemanden ausrauben will. Dann war das bestimmt der Rollwind, den er ausgeraubt hat. Das heißt, wenn wir den Schatz finden, sollten wir dann quasi auch Rittersporn finden, oder? Sehe ich das richtig? Das habe ich natürlich jetzt noch gar nicht in Zusammenhang gebracht, aber... Deswegen sagte der eine, da muss zu Rittersporn gehört haben. Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wyvernöl und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Hier geht's dann nach draußen, Goldmünze. Oder was? Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Ah ja. Sind wir draußen aus der Kanalisation. Gut, dann gehe ich doch nochmal hier hochgucken. Vielleicht findet sich doch dort noch irgendwas Interessantes. So versteckt. Hier oben sind auf alle Fälle noch ein paar Säcke und Kisten. Ein bisschen Silber und Zwergenschnaps haben wir hier noch. Aber vielleicht ist hier ja auch noch eine Truhe mit irgendwas Interessantem. Ansonsten haben wir ja auch ein neues Schema gefunden, was ich mir vielleicht nochmal angucken könnte. Deuteriumerz. Was haben wir hier noch so? Zwergenschnaps, Fläschchen, Wasser. Zwergenschnaps, das kann man nie genug davon haben, ne? Hier geht es noch durch ein Gitter, oder ist das auch verschlossen? Verschlossen, ja. Aber da ist auch nichts drin, aber trotzdem verstehe ich nicht so ganz, warum das verschlossen ist. Naja. Muss ich jetzt mit dem draußen reden, mit dem Graf Reuven, oder drin, oder? Nicht so. Not sure. Ob ich jetzt den Weg wieder zurücklaufen muss, oder nicht? Hier irgendwohin weitergeht. Ne, doch, hier ist ein Weg. Okay. Es sagt mir, ich soll hier langlaufen. Dann tue ich das doch mal. Wo bin ich denn überhaupt jetzt hier in der Stadt? Ah, relativ weit im Norden. Gut, dann geht's hier lang. Nach oben. Hier rum, darum. Achso, ich wollte nochmal gucken. Im Schema. Das kann ich mir jetzt so aber nicht angucken, ne? Ich würde jetzt gucken, ob ich bei Alchemie was Neues herstellen kann. Ach doch, bei Handwerk kann ich es. Handschuhe. Was kann ich denn hier alles schon herstellen? So ganz schön viel mittlerweile. Oder herstellen lassen, besser gesagt. Leichte Ausrüstung. Stufe 11. Wäre besser als das, was ich anhabe, auf alle Fälle. Hier für Stufe 13. Wäre auch um einiges besser. Auch leichte Ausrüstung. Das fehlt mir, Mittelschwere. Da fehlt mir ein Nagel. Okay. Hier, das Schwert ist auch um einiges besser. Stufe 13, 45. Hm. 17 habe ich dann erst hier wieder den Friedensstifter. 8 sind auch besser. Oder 18, ein ganzes Stück. Schwer. Ja, muss ich vielleicht bei Gelegenheit mal was Neues herstellen. Im Moment geht es ja noch halbwegs. So, darf ich jetzt hier rein? Ja. Ist aber nett, dass ich jetzt hier einfach rein darf. Halt! Oh. Bin wohl falsch gelaufen. Nicht hier ins Bad rein, sondern hier drüber. In die Bibliothek. Aha. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ich bin mit den Untersuchungen fertig. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden?
Diebe haben den Schatz gefunden. Ich habe die Leiche gefunden. Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Eine Sackgasse. Die haben den Schatz auf ein Boot geladen. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Ich habe Teile der Bombe gefunden. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Hüvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Das habe ich gesehen. Bla bla. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe war im Inneren des Rohres. Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Mal sehen, in welches Abflussrohr sie die Bombe geworfen haben. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Und wie macht man das jetzt hier am dümmsten? Untersuchen. Hier gibt es nichts Interessantes. Wow. Das weiß der Wurf auf Anhieb, oder was? Silberdeckel. Warte. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Dum, 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 dum. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Happen ist kein Verdächtiger. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt.
Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Wer ist das? Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in einem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Wo soll ich anfangen? Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Der ist manchmal so nett, der Kollege. Mann. Gleich mal eine Blume bei ihm gepflücken, ja. Aus dem Bad. Zack. Und dann gehen wir mal zu dem Haus von Markgraf Henkel. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Oh, geht. Nur hier die Straße runter. Da sind wir dann schon da. Rum, darüber, ums Eck, halt, arr, hier runter, und schon bin ich da. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Ritter Sporn hat wirklich interessante Freunde. Ist denn der Eingang hier hinten rum oder was? Geht's denn hier rein? Weißer, schau mal hier drüben. Nee, das will ich doch gar nicht lesen. Ich will rein in das Haus. Willst nach Skellige segeln? In deinem Alter? Jetzt, wo Krieg herrscht? Oh, hier ist eine Quest. Verrückt. Hallo. Das wird die... Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht, aber worum geht's? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Klar. Der Plan ist wirklich verrückt, aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Na dann, bis in 5 Jahren, wenn ich mal dort bin. So, wie komme ich denn jetzt in dieses Haus hinein? Wenn ich diese Tür hier nicht benutzen kann, vielleicht muss ich die ja so öffnen, oder? Jep, sieht gut aus. Okay. Dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier Schönes? Silberkandelbra, eine Pfeife. Können wir das hier entzünden? Ach, was soll's. Ich sehe auch so. Fußspuren.
Klasse. Sehr gut, Sherlock. Was haben wir hier noch? Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Naja, haben wir der Sache schon näher, wie es aussieht. Was haben wir hier noch so? Ein Schrank. Ein paar Bücher. Irgendwie liegt hier Haufen Kram auf dem Boden, den man nicht, wo man nicht drum rum gehen kann. Was soll denn das? Jo, machen wir mal hier. Klack, 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 klack. Vielleicht steht ja was Interessantes drinne. Nö, tut's nicht. Okay. Kästchen. Was bringt mir ein Kästchen? Ist bestimmt nur irgendwie zum Verwerten oder so. Plunder. Ja, okay. Gedacht, vielleicht kann man das aufmachen. Naja, schade. Kerzenständer anmachen. Meteoritenbarren. Okay, was können wir hier untersuchen? Ein Brief und eine Flasche. Mysteriöse Notiz. Der Wein aus deinem Geburtsjahr, einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber bring die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt, denn liebe er. Der Wein aus deinem Geburtsjahr, einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Weinflasche? Jetzt mal hier noch eine Schöpfkelle. Hier ist noch was. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. So, sonst ist hier nichts weiter, oder? Sieht nicht so aus. Boah, da war doch noch eine Lupe, oder? Boah, das sieht aus, als wäre die auf der anderen Seite. Also das, nee, das ist definitiv nicht hier. Komisch, weil hier ist es dann weg. Naja. Ach, das ist bestimmt gemein. Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Die wilde Jagd. Länder des Nordens. Was haben wir hier noch so? Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Hier. Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Was ist das hier auf dem Boden? Ein Fleck. Wyvernöl. Aha, okay. Und das hier? Brief von Dudu. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Was haben wir hier noch? Assassinenhandschuhe. Ah ja, interessant. Die haben eine leichte Rüstung, aber mehr Rüstung als meine. Kritische Trefferchance erhöht, Chance auf Bonuskräuter. Bonuskräuter, okay. Aufschlitzen, Resistenz. Aber weniger Axi und Irden benutze ich eh kaum Axi. Aber das ist auf alle Fälle besser. Die lege ich an. Zack. Die haben zwar eine äußerst komische Farbe, aber die Klumpen da waren auch nicht so prickelnd. So, was ist das hier? Es bringt mir ein bisschen mehr Rüstung, aber ist weniger gut in Schuss. Okay. Ich muss langsam wieder das Zeug verkaufen bei Gelegenheit, glaube ich. So. Sieh nach, was unten vor sich geht. Es kommt bestimmt Gefangenschaft oder so. Hallo. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten.
Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Was machst du hier? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Du vertraust mir nicht. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Alles deutet auf Menge hin. Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Markgraf Henkel hat mir alles gesagt. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Du willst Ergebnisse. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Sehr nett. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Du benutzt das Echte der Vergangenheit? Keine Ahnung. Die Informationen sind überholt. Wir sind kein... Ja, ich weiß. Ihr habt euch eine Woche nach dem Gipfel in Loch Muin im Wald getrennt. Da, wo die Lixella in den Ponta fließt. Aber du weißt ja, alte Liebe rostet nicht. Erste Liebe. Woher zur Hölle? Das ist mein Geheimnis, Turteltäubchen. Muss jetzt wirklich los. Viel Glück. Na gut. Du hättest nicht so heftig widersprechen müssen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Das hoffe ich. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Alles klar. Und tschüss. Mach's gut. So.
Dann treffen wir Trist gegen Mitternacht beim Schrein des ewigen Feuers in der Nähe des Hafens. Hoho. Huch. Was war denn das? Das war komisch. Okay, gut. Wie immer, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Suche nach Rittersporn. Und hauptsächlich eigentlich Ciri. Aber Rittersporn ist ja auch vermisst. Nun denn, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.